seid gegrüßt zur nächsten Folge von Creativeverse. Meine Fresse, war das gerade ein Durcheinander. Der Baum ist weg, wenn man sieht. Ne? 99, 99, 99, 86, 36, 99, 99, 99. Einiges weggerippt. Ne? So, Towercast ist ebenfalls gekommen. Sieht man hier links und rechts. Und oh, hier sieht man hier links und rechts. Genau. Genau, ist klar. So, ich habe die Mitte gezählt. So, hier sieht man jeder 10. Block, jeder 10. Stein. Das sind halt 10 Schritte. Außer hier das. Und ja, und dann kommt man hier hin. Und das sind halt hier halt 81. Ja. So. 81 Blöcke. Safe Call. Ne? Jetzt ist die Sache noch. Ich muss jetzt aber noch irgendwie. Ich fällt mir nämlich gerade ein, weil ich will ja nicht in der Mitte davon sein, sondern von der Brücke. Das heißt, ich muss jetzt noch gucken, wie ich jetzt am besten hier rüber. Hier. Weit. Hier. So ein Problem, dass es keine richtige Mitte gibt hier, ne? Also ja, 4 Blöcke. Ne, hast du keine richtige Mitte. So. Das ist aber noch nicht das größte Problem. Ja. Das größte Problem ist halt einfach, wie der Tower Castle aufgebaut ist. Ich kann es nochmal kurz demonstrieren. Hier ist jetzt genau die Mitte so gesehen. Ich setze den Block jetzt hier hin. Ja, und dann sieht das so aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jemals fertig kriege. das wird ein Heidenspaß werden. Ist halt die Sache noch. Jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt hier ungefähr die Mitte. Aber die Sache ist ja, das Ding hier, ne? Der Tower hier. Das Ding muss halt in die Mitte. Das ist halt mein kleines Problem, was ich die ganze Zeit habe. Das Ding ist riesig, ja. Hier. Kannst du mal sehen, wie viele Steine hier, guck mal. 2000, ich baue das natürlich original, ne, so wie es hier gegeben ist. Ich kann die Blöcke natürlich verändern, aber mache ich nicht. Weil ich das erstmal original bauen will. 2294 Stone Block Walls, ja. 1024 Erde ist nicht das Problem. Ja, aber hier, ne, das wird mich sehr viel kosten. 118 Leiter. Das ist echt krass. Ja, ich bin kein Fan von Leitern. Ja. So, also. Ich muss jetzt herausfinden, wo ich das Ding platzieren muss. Ja. Damit ich, ja, das hier hinten, weiß nicht, ob es das hier ist. Denke ich mal hier, dass das hier dann dort auf dem Platz da vorne steht. Das wird ja sehr viel Spaß machen. Ich glaube als erstes mal kurz hoch, also die Musik ist halt übertrieben laut, ne? Jede Musik. Creativeverse Musik ist voll laut. So. Ja. Also hoch genug ist es auf jeden Fall. Darüber brauche ich mir keine Sorgen zu machen, wie es aussieht. Wir müssen mal kurz gucken. Ja, insgesamt sind es 1600 Blöcke, glaube ich. Okay, ist auf jeden Fall übertrieben hoch. Das passt das passt perfekt zu diesem Turm. Wir können das so lassen. Wir können das auch so lassen. Passt perfekt, um auf diesen Turm zu kommen. Dann werde ich das noch ein kleines bisschen verschieben. Damit ich, da das hier gleich ist, dann mache ich den Weg, die Brücke perfekt auf diesen Turm. Rüber zum nächsten Turm praktisch dann und dort aus dann rüber zum anderen Tower, dann bleibt das in der Mitte. Ja, das heißt, wir sind sehr gut dran. Das ist, Alter. Das werde ich dieses Jahr, glaube ich, gar nicht mehr schaffen. Nee, ist gar nicht möglich, dieses Jahr noch zu schaffen. Gehe ich ja gar nicht. Wie soll das denn gehen? Man kann ja Ressourcen ohne Ende sammeln. Gut, die Sache ist jetzt, das Ding muss noch ein bisschen weiter rüber zu mir.
Ja, ich mach mal. Setz das mal kurz hier hin. Das sind so Kleinigkeiten, das Grund, ich muss immer außen rumlaufen. Das sind immer so Kleinigkeiten, die ich jetzt suchen muss, hinzubiegen. Ich hoffe auch, dass es perfekt mit ist und ich mich großartig verzählt habe. Wäre euch ein bisschen tragisch. Yep. Ich hatte einfach die Blueprints gar nicht verstanden. Ich dachte, ich könnte die Blöcke da reinlegen und dann baut er das von selbst. Aber nein, ich muss es selbst bauen. Das Ding ist jetzt perfekt hier drauf. Das vier Blöcke anscheinend, ne? Macht das nur eins zurück? Was ist das? Ja, es wäre zu schön gewesen, wenn ich das von selbst bauen würde dann. Das wäre ultra witzig. Aber er gibt ja halt nur die Blöcke vor. Ja, er gibt dir die Blöcke halt nur vor. Ja, wo du welchen Block hinsetzen musst. Wäre sonst zu witzig, glaube ich. Ja, ich kann ja mal kurz gucken. So. So. Jetzt aktivieren wir das Ding. Track. Das hat schon meinem Ding gar nicht gehabt. Bei dem anderen. Guck mal, 5243 Blöcke, ja. Alter. 5243. Wird ein Heidenspaß werden, Mann. Mal aktivieren. So. Ja, der zeigt dir jetzt an, alles was rot ist, der muss weg. Das heißt, ich müsste das jetzt alles hier wegbuddeln. Damit das halt dann eins gibt. Und hier sagt er jetzt, okay, hier muss Gras hin. Na, ich sehe das jetzt gerade selber sehr schlecht, weil es dunkel ist. Gehe ich mal kurz aufs Ohr. Wow, dadurch wird es nicht mehr schaffen. Ich bring noch mal kurz, hier siehst du jetzt auch oben links an, ne, was wir noch alles brauchen. Ah, freut mich auf jeden Fall. Aber das Coole ist, es wird dir angezeigt, wenn du das im Inventar hast. Ne, Stone Boulder Wall 109 Stück habe ich im Inventar liegen. Das ist ziemlich cool, ja, dass er das anzeigt. Kurz mal reinlegen hier. Das brauchen wir ja, natürlich. Ich wollte es erst wegwerfen, aber man braucht es. Ja, für die, für andere Blueprints. Erstmal kurz hier Inventar natürlich aufräumen, sonst wieder ein riesiges Durcheinander, behaupte ich jetzt mal. Totes Gras ist jetzt gerade scheißegal, baue ich jetzt eh gleich ab, denke ich. Problemchen. Ja, sehen wir jetzt mal das erste Mal auf meiner Welt ein Blueprint. Blue, Mann. Peakstone brauche ich auch. Kurios. Eigentlich gerade wenig, aber Peakstone findet man ja reichlich in Bergen. In Berge haben wir ja in Fallreich. Schlafen gehen. Schlafen gehen, schlafen gehen, schlafen gehen. Ah. Herrlich. Ja, herrlich. Jetzt haben wir hier einen riesigen Blueprint stehen. Ja, aber mit riesig meine ich wirklich riesig. Dann gehe ich erstmal was anderes machen. War, oder? Ja, ich mache das hier mal kurz weg. Jetzt gerade geht es gerade relativ schnell mit dem Ding hier. Auch das eben schneller mit. Ich werde ja, Gras, ich kann Gras natürlich durch Erde ersetzen. Ist ja nicht das Problem. Gucken wir einfach mal, was es uns so mehr gegeben ist. Ob wir wirklich mehr, wenn wir mehr Erde haben, dann ersetze ich die den Gras durch die Erde, weil kann ja auch nachwachsen. Muss nicht unbedingt nachwachsen, aber kann ja nachwachsen. In Turi könnte ich die Erde hier stehen lassen, ne? Wenn ich das jetzt alles so wegreiße, könnte ich eigentlich sagen, okay. Auch schnell. Das hier. Kann man die Erde hier liegen lassen. So komisch hängen würde.
Erstmal krass hier alles wegreißen. Dann würde ich mir doch einiges ersparen. Ja, könnten wir machen. Können wir machen. Natürlich, ja. Kann lustig werden auf jeden Fall. Da. So. 100 weg. Weg. Jetzt fangen wir mal kurz erstmal hier oben an. Das Coole ist, ich baue letztendlich noch genug Erde ab eigentlich, ne? Das heißt, wir können da wirklich Erde machen. Ich mache natürlich jetzt alles auf eine Höhe, weil sonst eh scheiße aussieht, ne? Deswegen. Ja, wird sehr viel Spaß machen. Das heißt, es wird sich alles noch in die Länge ziehen, aber wirklich alles zieht sich noch in die Länge. Haben wir denn gerade im Inventar nichts davon sagt? Ja, ist egal. Ist egal. Warte, ist schon abgebaut. Hat irgendwie der Block irgendwie nicht richtig angezeigt gehabt. So, mal kurz, ich geh mal kurz hier dran. So, kurz deaktivieren und zwar machen wir das dann so. Dann aktivieren. So. Oben zeigt er immer noch Gras an. Wo zeigt er hier an? Hier muss jetzt überall Erde rein. Na? Und dann kommen dann die Steine rein. Die Steine, alles schön vorgegeben. Ist zwar in der Theorie wirklich einfach gemacht, muss man sagen. Aber, ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Aber ich versuche ja halt diese Blueprints, ja, in meine Umgebung einzubauen, ja. Natürlich wird es mein Kreativ. Hat sich gerade angehört, dass es geklingelt. Natürlich fehlt es mir an Kreativität, logisch, ja. Ich versuche halt die Blueprints halt trotzdem in meine Gegend einzubauen, dass ich halt mich entweder an den Blueprints irre, ich sage, okay, das machst du so, und dann baust du halt in der Umgebung das und das noch dazu, wenn das auch ein bisschen passt. Halt gut aussieht, keine Ahnung. Hin und her halt, ne? Das versuche ich halt. So nah aus, aber ist es noch voll weit weg. Leicht anstrengend, das alles abzubauen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass mir gerade keine Erde anzeigt, oben links. Wird ja auch sehr spaßig werden hier. Wird sich noch, nur noch um Jahre handeln können. Ja, nur noch um Jahre. Ach, was mir eben einfiel, ne? Mir eben noch einfiel. Auch so eine Sache, du. Auch so eine ganz tolle Sache. Und zwar, ja. Es ist scheiße warm draußen. Ja. Denken Leute sich, bitte was? Ist so. Es ist scheiße warm draußen. Aber so richtig warm. Also für Dezember, fast Ende Dezember oder Weihnachtszeit ist es draußen ultra warm. Ja, kannst du mir erzählen, was du willst. Na, es ist draußen scheiße warm.
ist einfach so. Kannst du nichts dran ändern. Und das ist kurios, oder? Ich war gestern war ich, ne, früh unterwegs. Ja, wie ich halt jeden Sonntag früh unterwegs bin. Und jetzt eigentlich hätte einfach fast im Ticket draußen rumlaufen können, ja. Einfach ultra krass. War so scheiße krass, das. Es ist einfach, man kann es einfach nicht, keine Ahnung, es waren gefühlte 12 Grad. Ja. Vor einigen Jahren, ja, als ich noch klein war, ja, falls ich überhaupt jemals klein war, weiß ich ja nicht, ja, war das einfach so, ja, 6 Paar Socken, ja, durch die dicke fette Stiefel, mit schönen Flauschig drin, ja, der Pullover, eine dicke Jacke, Mütze, dicke Handschuhe, ja, dass du nichts mehr packen konntest, so dick waren die, ja, dicke Mütze, ist trotzdem noch gefroren, so gesehen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Richtig. Ist aus dem T-Shirt draußen rum. Echt krass. Echt schade eigentlich. Sehr schade. Also ich bin Fan von Schnee, nicht unbedingt immer. Aber im Großen und Ganzen habe ich natürlich überhaupt nichts gegen Schnee. Ne? Schnee ist einfach eigentlich übertrieben. Nein, ich habe auch nichts gegen den Winter. Ich mag den Winter mehr als den Sommer. Weil mir gefallen halt meistens die Tage, wo es halt nicht warm ist, es ist schön angenehm draußen, ja, Sonne scheint, es sind vielleicht 15 Grad draußen, 20 Grad, das sind halt meiner Meinung nach die besten Tage. Und nicht halt diese, keine Sonne scheint, 40 Grad im Schatten. Junge, das ist auch kein schönes Wetter. Ja, aber halt minus 20 Grad ist auch kein schönes Wetter. So, aber ich finde halt, so, zumindest ist es in Deutschland eigentlich so, dass man eigentlich zur Winterzeit eigentlich Schnee einfach dazugehört. Ja, es ist einfach so. Nee, gehört zur Winterzeit dazu. Andere Länder oder Kontinente kennen es ja nicht. Ja, wissen nicht, was Schnee ist. Also, sie wissen schon, was Schnee ist, aber hatten halt noch nie Schnee selber gesehen, etc. Ja, aber bei uns ist es eigentlich so gesehen immer Standard. Also, natürlich jetzt seit so 2 Jahren ja nicht mehr unbedingt Standard. Aber im Normalfall ist es an sich Standard. Das ist halt das, ja, das Traurige eigentlich. Ist aber auch schade, dass manche Länder der Welt das eigentlich auch nicht haben, so gesehen. Ist dann so gesehen wieder ein kleines bisschen Gleichberechtigung drin, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es einfach, ja, ist scheiße. Ohne Schnee so, also Winter ohne Schnee. Ein bisschen hart, ich habe das Bienenwachs nicht weggelegt, sehe ich gerade. Puh, das kann sich hier echt nur noch um Stunden halten. Ich guck mal hier rein. Hier rein. Und da rein. Ich schau mal kurz. 622 Blöcke von Erde sind schon dran. Ja, das ist ultra nice. Also haben wir die Hälfte der Erde. Und erledigt. Ja, machen wir kurz hier das. Wollte ich gar nicht. So. Das hier schnell. Könnte ich über in der Theorie später hier einfach einen Grasblock reinsetzen und dann wächst die Erde schon. Wächst das Gras schon nach, da wo es wachsen soll. Ziemlich nice. Ultra nice. Ja. Gut, ich kann auch einfach eine Luft bauen, wenn es mir so anzeigt. Ultra witzig. Ultra witzig. Das gefällt mir so ein bisschen an Blueprints. Halt, abgesehen davon, dass oben jetzt der Fehler ist, mit der Star halt Gras steht statt Erde. Aber im Großen und Ganzen finde ich Blueprints einfach ziemlich nice. Das ist eine ziemlich gute Idee. Es gibt natürlich Leute, die einfach dagegen sind, aber wenn sie dagegen sind, sollen sie einfach keine kaufen. Fertig. Ja. Es gibt aber Leute, die bauen, die kaufen sich Blueprints einfach so, ja, weil es gibt ja so gewisse Leute hier, die machen das so, sie kaufen sich Blueprints und machen dann halt
verschiedene Modelle raus, sage ich jetzt mal. Ich fällt gerade so das richtige Wort dafür ein. Machen verschiedene Modelle daraus. Das heißt, ich hatte zum Beispiel gesehen, einer mit einem Treehouse. Hat zum Beispiel ein Treehouse aus Obsidian gebaut. Einer aus Diamant. Einer aus diesem Lumit-Zeug. Ja, den ganz teuren Zeug. Und so weiter. Ja, dass da. Dass die Leute, die da halt so also machen, dann ganz viele davon Zeug bauen, halt aus verschiedenen Rohstoffen, dann halt auch aus teuren Rohstoffen. Halt zeigen, wie geil es dann aussieht. Finde ich auch cool, dass man die Blöcke einfach ersetzen kann, dass man nicht gezwungen ist, diese Blöcke dann wirklich zu benutzen. Die Hülle ist dann auch Geschichte. Freut mich. Finde ich. Ja, ich finde es einfach nice, die Blueprints. Ich finde die richtig cool. Würde mich auch freuen, wenn da noch mehr kommt. Ich zwar dann keine Dinger mehr für. Ja, aber wer weiß. Ja. Zwischendurch kriegt man ja welche geschenkt. Und ja, wer weiß. Babam. Den Rest eigentlich durch tote Erde ersetzen, ne? Wäre es auch easy. Hätte ich auch machen können, ne? Tote Erde. Aber totes Gras meine ich. Aber totes Gras ist einfach definitiv nicht mein Gebiet hier. Da. Die Erde eigentlich schon falsch gesetzt. Merkt. Zack, zack, zack. Du? Nee, geh weg. Ja, haben wir schon einiges schon mal erreicht. Bin schon fast fertig. Ja? Muss man sagen. Wie gesagt, es wird sich nur um Jahre handeln. Die Sache ist, ich mache die Folge jetzt ein bisschen länger. Die nächste Folge ist der 24.12. Und ich wollte den 24.12. ja was anderes machen. Mich nicht hiermit abgeben. Habe ich noch Erde? Natürlich nicht. Na, schauen wir mal, wie viel Erde wir jetzt drin haben. Aber nur noch 4. Ja, nur noch 100 Erde. Und dann haben wir schon die ersten 1000 Blöcke gesetzt. Ja, 17% haben wir schon. Ultra nice, ja. Ultra nice. Und die Erde kommt schon hier wieder neue. Ja, das gefällt mir. Also so ist es einfach. Vor allem, wenn du die Erde schon so vorgeben kannst, hier, die allgemein so viel hast. Dann easy. Die Sache, was kommt da als nächstes? Wird ein sehr teurer Spaß. Also, Stonewort wird extrem gequält bei mir heute. Also nicht heute, allgemein für diesen Blueprint wird Stonewort extrem gequält. Frage ich, wie es manche dann schaffen daraus, einfach Obsidian, ja. Dieses, sagen wir mal, dieses Ding hier einfach Obsidian zu bauen. Obsidian musst du haben. Und du musst ja bedenken, es gibt ja keinen kreativen Modus, ja. Du farmst das alles selber. Wie viel Obsidian farmst du, ja? Du denkst, du musst ja hier 2294 Stoneblock Walls, ja? Wenn du 2300 Obsidian, die du einfach mal so hast. Woher, alter Mann? Woher? Das ist echt krank. Und ich spiele, okay, ich spiele nur gelegentlich. Muss ich sagen, ne? Andere spielen, da spiele ich halt extrem viel. Ich habe auch jetzt eigentlich nur 61 Spielstunden. Halt nur wirklich nur gelegentlich zwischendurch mal ein paar Stunden. Ja, das ist halt dann der kleine gewisse Unterschied. Man, ne, bedenke, andere spielen hier ihre 10 Stunden am Tag. Ja, und wenn ich 10 Stunden spielen würde, haben wir gesehen, ganz am Anfang, ja, 30 Folgen Höhle, da finde ich auch viel Obsidian. Und anderes, anderer Stuff, anderen Stuff, so.
Ah, sehr viel Kohle und so. Mit alles dazu. Muss ich überlegen gerade, was noch alles wegkommt. Ist das komplette Gebiet hier noch? Ach ja, ja wenigstens das Fundament dann schon mal. Ja, ist schon mal sehr gut. Ach, die Reihe hier vorne auch noch weg. Und da ist noch Mushrooms. Das ist gut, wir kennen jetzt, dass unten Mushrooms sein werden. Das hier unten, das kommt auch noch weg. Ja, mies. Ja. Okay, da wird doch mal ganz viel werden hier vorne. Voll vergessen. Hep, nee, du nicht, mein Freund, du nicht. Du? Dachte, ich muss noch 100 Blöcke Erde hinsetzen. Sieht irgendwie viel mehr aus gerade. Ah, das ist Downblock voll. Ich guck mal kurz. Decke. Alter Schwede. Alter Schwede, wird das teuer werden. Alter, wird das teuer. Aber wie soll ich so viele Stone Slabs herkriegen? Stone Rods, okay. Man kriegt 8 Stück. Ja, für einen Stein. Stone Slabs, alter Schwede. Ja, wird noch ein heilen Spaß werden, das Ding jetzt zu bauen. Komm hier. Wird wieder dunkel, das heißt, ich sehe dann wieder gar nichts. Ja, blöd. So. Ja, haben wir das hier kurz, das Gebiet hier gemacht. Huch. So, dann geht's hier mal kurz weiter. Das wird sehr viel Spaß machen, du. Sehr viel Spaß machen. Kann ich aber sagen, dass ich froh bin, dass ich das Ding schon, wenn ich das Ding schon fertig habe. Ja. Blueprints sehen ja so gar nicht so groß aus, ne? Muss man ja sagen. Die Blueprints sehen ja auf den Bildern extrem klein aus. Und am Ende hast du dann so ein riesiges Ding. Ja, das ist echt cool. Da wo nichts rot leuchtet, ja, da wo kommt auch nichts hin. Da wird nichts hingebaut, sondern das bleibt einfach leer als Gehweg. Einfach kurz da gehen, weil ich das so verstanden habe. Ich täusche. Bin mir da absolut überhaupt nicht sicher. Aber sonst würde es einfach keinen Sinn machen, unter Erde zu setzen. Ja, wenn die Erde ja nicht benutzt. Deswegen soll es ja Wiese sein und du auf die Wiese läufst. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und kommt Treppen hin. Sehr gut. Weit. Ja, dann noch. Gerade ziemlich dunkel. Geh jetzt kurz pennen. Also das Fundament machen wir noch schnell in der Aufnahme, definitiv. Und dann, ja, war es das. Manchmal mal mich an die andere Folge dran. Entspricht dann halt. Ich sage, ich kann kein Lebkuchen ausbauen. Ich habe zu wenig Material erstens dafür. Ja, einfach zu wenig Material für sowas. Und zweitens. Da oben liegt ein Geschenk auf dem Baum. Hier liegt auch ein Geschenk. Ey, das kann nicht wahr sein. Warum ist denn nur ein einziges Molasses drin? Eben waren es zwei Molasses drin. Dann waren auch nur zwei drin. Ich dachte, was ist denn los hier? So. Ja, ich kann halt nicht wirklich ja, ein Lebkuchenhaus bauen. Das ist sehr schade. Schokoladenbrunnen, den ich halt getestet habe, der sah kurios aus, wenn ich ehrlich bin. Das sah echt kurios aus. Leider nicht das, was ich mir erhofft hatte.
Also, aber ist egal, ein Legunghaus, wie gesagt. Zu wenig Material, wird. Weil das soll ja schon begehbar sein, ja. Soll ja schon ein ganz normales Haus sein. Mal aus dem Weihnachtszeug. Geht leider nicht. Weil ich halt immer noch nicht herausgefunden habe, wie ich das machen kann, diese scheiß Lebkuchen-Dinger, diese Kuchen. Ich weiß nicht, wie ich das kochen kann oder wie ich auch herstellen kann oder was auch immer. Ah, das ist. Blöd. Schön ist, ich kann den Blueprint jederzeit deaktivieren, wieder mitnehmen. Das ist ultra geil, dass du die wirklich dauerhaft benutzen kannst, jedes Mal. Das ist das Beste. Ja, das ist echt das Beste an den Blueprints. Dauerhaft so oft benutzen, wie du willst. Halt nur auf dieser Welt hier, nicht auf den anderen Welten. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Irgendwann habe ich dann hier einen Besucher und er denkt sich, boah, krass, hast du denn da gebaut? Dann sage ich, ja, selbst gebaut. Der war, ja, verstehst du? Selbst gebaut. Das ist cool. Ja, weil sie denken, wow, was für ein geiler Typ. Ich denke mir, jawohl. Ja, easy. Ja, kann ich jederzeit wieder machen. Aber nur wenn du nicht da bist. Ja, du störst nämlich meine Kreativität. Und weißt du Bescheid. Haben wir noch was gelernt? Bam, 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 bam. Rechts und links muss ich auch noch wegmachen, ne? Ja, auch alles anpassen hier, an die Höhe hier. Das muss weg, etc. Hier kommt alles weg, hier wird alles ersetzt durch Erde, durch Wiese, durch alles. Ja. Alles. Das Zeug, wie ich hier abbaue, kann ich echt alles wieder verwerten. Futtergras verwerte ich natürlich auch wieder. Wahrscheinlich nicht alles, weil es mittlerweile echt zu viel wird. Kann ich gar nicht alles wieder verwerten, so viel ist das mittlerweile. So, Fundament ist gleich fertig. Ah ne, da ist hinten ist noch eine Reihe. Man machen muss. Eine Reihe. Oder zwei. Zwei Reihen sogar, wie es so aussieht. Zack. Ja, gut. Gute Mushrooms hier. Ja, easy. Verdammt. Wow. Aber der Baum ist im Weg. Der Baum ist im Weg. Gibt's ja gar nicht. Ich habe nur den einen weggemacht. An dem Boy bist du, mit dem bin ich ja noch gar nicht gekommen. Aber ich muss ja erst das Ding hier fertig bauen, um die Brücke fertig zu bauen, weil ich sonst ja nicht übereinstimme, korrekt. Ja? Bam, bam, bam. Bam, bam. Eigentlich sind wir noch gar nicht fertig. Ne? Eigentlich kommt ja noch viel mehr. Und zwar, der andere Turm, ja, der zweite Turm, der auf die andere Seite kommt, hat ja auch ein Fundament, ja. Und das muss ich eigentlich auch noch machen. Aber ja. Lust gerade? Nein. Eher weniger. Den Mushroom nehmen wir auch noch mit da. Kann man nie genug haben, Mushrooms, vor allem weil ich bei Getränke machen muss. Zack, zack. Wow. Schön Fleece gehabt. Ja. Ist öfteren mittlerweile hier. Das ist irgendwie Standard geworden bei Creativers momentan. Ich weiß auch nicht warum. War vorher nicht so schlimm. Am Anfang war es ja gar nicht. Da hatte ich zwischendurch mal extreme Probleme gehabt mit Creativers. Dann irgendwann nicht mehr. Dann irgendwie jetzt wieder. Und irgendwann bald wieder nicht mehr. Kommen sie vielleicht doch irgendwann wieder. Kein Platz mehr hier. Gar keinen Platz mehr. Keine Herde mehr. Ausgewählt gehabt. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Hier sind noch. Zack.
Ach, hier vorne ist auch noch einiges. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Da. Hier die Reihe noch. Jetzt nicht einfach so durchrushen, glaube ich. So. Da gucken wir mal nach. Haben wir Erde komplett? Ein Block Erde fehlt noch. Okay, wo fehlt der Block Erde? Da. Wie komisch das hier aussieht, dass die Erde so gelegt ist hier und da so. Versteh's nicht. Ich hab schon nie gesehen sowas. Da. Erde fertig. 19% haben wir schon. Ja, da hat man ein Fünftel. Ja. Also wie viel Peakstone braucht man? 206. Okay. Ich hätte am Anfang echt gedacht, ich sammle das Zeug, lege die dann hier rein, ja, und dann baut er das selbst. Dann blub. Ja, aber ja, doch zu einfach. So. Was haben wir eigentlich hier für Stein? Was ist das hier, ne? Machen wir mal kurz. Der Stein hier schon liegen habe. Zack. 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 So, dann dahin. 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 Weil das ist sehr verwirrend dann. Weil dann wirklich überall nur noch diese Steine in der Luft schweben hier. Überleg's. Ja, was jetzt? Ne? Das scheint einfach nur die Mauer hier, der Umriss zu sein. Das heißt also schon mal sehr billig hier eigentlich. Was sind da? Da ist gar nichts. Wo gar nichts hin. Das ist ein Eingang, ein kleines Tor. Bin schon mal gespannt. Zack. Das gönne ich mir jetzt noch. Scheiß aufs Fundament, ja. Das gönne ich mir jetzt auch noch. Hätten jetzt noch mal leuchtet halt noch rot, aber das ist gerade unwichtig. Ja, wollte ich doch gar nicht. Ja, ja, so. Den hier könnte ich eigentlich. Ich nur Blöcke hier. Och, der falsch. So. Ja. Geht doch viel schneller. Ja. Geht viel schneller. Ich bin gerade auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich konzentrieren. Ja, komm, ich kurz mit dir. Yep. Nice Sprung. War auch falsch. Da. Da. Auch falsch. Wow, ich hätte gar nicht gesetzt gehabt. Nice. Good job. Kommen auch noch ein paar. Erwähnung noch. Ding. Auch aus wie Scheiße. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich hier irgendwo auch einen Block zu viel setze oder so, aber mal ganz ehrlich, das ist mir gerade scheißegal. Ob jetzt hier irgendwo zu ist oder auf, so wie da hinten. Ne? Ich verstehe nicht, warum da überhaupt eine Lücke drin ist. Deswegen ist mir ganz egal. So, fast runtergefallen, eine Bar runtergefallen, was auch immer. Immer ein bisschen Konzentration jetzt hier, weil das hier ein bisschen anders wird. Man hier sieht, ja gar nicht. Dahin, dahin, dahin. Das ist jetzt genau der Moment, wo ich mir denke, brauchen wir noch 176 von 250. Das Problem ist, ich weiß ja natürlich nicht, wo die anderen hinkommen, ne? Ob jetzt noch irgendwo oben was hinkommt. Oder einfach. Ach, hier ist auch noch welcher. Gut. Zeit. Aber auch von der Seite hier.
Meine Fresse. Da. Ja. Okay, es sind so viele Steine am Fliegen, dass du mal schnell mal ein bisschen durcheinander kommst. Aber halt nur ein bisschen. Okay, was ich meine. Da, das Spiel. Das habe ich schon hier vorne vergessen. So. Ja, den hier wieder. Zack. Den hier. Den. Du. Haben wir das hier vorne auch. Sonst irgendwo was, wo man sagen könnte, wo man auf die Schnelle sieht, da kommt ein Ben. Vom Leiter hin. Und diese andere Stacked-Dinger hin. Aber scheint gerade nicht so, ne? Weit. Okay. Schauen wir mal, wie viel haben wir gesetzt? 110 von 255. Nice, ja, wir haben jetzt 23%, wir haben 1200. 1, 2, 3, 4 Steine gesetzt. Puh. Da vorne eigentlich. Ah, sind da diese. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Um die Ecken, da sind diese Türme wahrscheinlich dann. Ich denke, da vorne gönne ich mir auch noch schnell. War ja klar. Okay. Immerhin etwas. Ich schaue es mir jetzt noch kurz von oben an. Gucken, wie es aussieht. Leck gerade ein bisschen. Ein bisschen. Warum? Ist schon groß. Ja. Anschaut, ist schon ein deftiges Ding, du. Oben schwebt auch irgendwas in der Luft. Ja, ist schon nicht ohne. Interessant, definitiv. Ich find's cool. Und ja, dann beende ich die Aufnahme hier. Na komm. Noch ein paar Lecks hier reinzimmern. So, dann beende ich die Aufnahme jetzt hier. Genau hiermit. Und ja, haben wir unser erstes Blueprint angefangen. Nice. Und schon fast halb fertig, ne? Schon, ne? 23%. Easy. Ja. Noch 26 Folgen und wir sind fertig. Warum so viel? Ja, weil ich das mal farmen muss. Was kostet hier, woher der ganze Spaß kommt? Ja, das kommt ja nicht. Ist geflogen. Deswegen, hau rein. Bis zur nächsten Folge hoffentlich und dann.